Hallo und herzlich willkommen. Ich bin PayToLewis und begrüße euch zu meinem Video. In der heutigen Folge habe ich zwei Matches für euch, und zwar einmal Ulfurs Vedramon gegen Shine Greymon. Das Ganze findet statt auf dem deutschen Digimon Discord Server. Den Link gibt es wie immer in der Beschreibung unten. Kommt einfach vorbei, es finden sich immer Leute zum Spielen, Tauschen, Quatschen, was auch immer. Kommt vorbei, seid ein Teil der großen Community. Und vorweg, das Ganze sind halt zwei Setup-Decks, weswegen es hier für Ulfurs vielleicht sogar ein bisschen zu gut läuft. Werde ich halt sehen in der Zukunft. Auf jeden Fall, ich habe erst zwei Matches für euch, die ihr euch angucken könnt. Danach zeige ich euch das Deck, wie ich es gebaut habe, und gehe dann auch darauf ein, was meiner Meinung nach verbessert werden kann, beziehungsweise wo die Schwächen von diesem Deck liegen und wie man diese hoffentlich dann ausbessern kann. So, Match Nummer 1. Ich bin auf der rechten Seite, mein Gegner auf der linken. Und er hatcht einen Upamon und spielt direkt einen TK für 4. Ist natürlich cool, dass er mir 4 Memory in der ersten Runde gibt. Er nimmt sich ein Patamon raus. Aber das Problem ist halt, ich habe halt nichts in meinem Deck, womit ich A darauf reagieren kann, dass ich selber 3 Memory kriege, und ich kann ja nicht mit choken. So, ich ziehe. Hatche einen Demi-Wemon. Digitiere das Ganze zu einem Gomamon. Ziehe eine Karte. Das Ganze wird zu einem Vedramon für 2. Auch ganz cool, hat er Jamming, wenn wir Tame haben, und spiele eine Arena für 3. Ich brauche einen Ulfurs Vedramon, Aero Vedramon ist natürlich auch nicht schlecht, deswegen nehmen wir das auch mal auf die Hand. Rest kommt unter das Deck in irgendeiner Reihenfolge, und damit geben wir den Zug ab. 2 Digitate auf Patamon. Ich habe hier leider wieder den TK vergessen, ich hätte noch was anderes machen können eventuell. Aber naja. Passiert. Er spielt noch ein TK, setzt uns damit auf 1, hat damit schon 2 Tamer im Spiel und kann halt nochmal was aus der Security rausnehmen. Ist ja ganz cool, der TK, wenn man den halt spielen kann. Hat halt Kontrolle darüber, er nimmt sich einen Rappermon. Recovery plus 1, da er ein gelbes Digimon genommen hat. Und wir ziehen. Frage ist jetzt natürlich, wir raisen wir oder nicht. Wir raisen jetzt in diesem Fall, da er noch nichts hat, was uns nächste Runde gefährlich werden kann. Ihr müsst also aufs Champion digitieren, dann aufs Ultra und dann aufs Mega, um uns halt einen Slash Angemon zu geben. Und ich habe halt einen Tai auf der Hand, den wir ausspielen für 2. Damit müssen wir leider abgeben. Wir brauchen auch so neue Karten. Aber das Vedramon bleibt da draußen, damit wir halt mit Tai eine Karte ziehen können. Ihr digitiert auf Rappermon, bleibt auch unten. Die Tamer sind ein bisschen abgeschnitten, aber ich hoffe, ihr könnt sie trotzdem erkennen. Und er spielt den Starterdeck-TK. Setzt uns damit auf 1. Ist nicht so schlimm, da wir sowieso nur mit Jamming angreifen wollen. Von daher passt das. Wir hatchen noch einen Demi-Wemon. Digitieren das Ganze zu dem Wemon mit Jamming. So, wir tappen den Teil, damit wir eine Karte ziehen dürfen, da wir einen Vedramon draußen haben. Und die Frage ist jetzt halt, möchte ich auf Aero Vedramon digitieren? Möchte ich draußen eigentlich nicht, weil dann könnte nämlich nichts unter das Slash Angemon kommen, was es uns killt. Aber die nächste Überlegung ist halt, da ich das Aero Vedramon habe, ob man dann noch irgendwie angreifen kann, was mit Jamming machen kann, dies, das, jenes. Ich entscheide mich dazu, noch eine Arena zu spielen, da mir noch das Ulfurs fehlt. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass der Detail bei ist, aber wir brauchen halt das Ulfurs Vedramon. Sonst funktioniert unser ganzes Deck halt einfach nicht. Und mit einem Ulfurs hätten wir jetzt schon 4 Angriffe, was halt schon sehr, sehr gut ist. Aber das ist halt auch wieder so eine Sache, genauso wie er, muss ich darauf hoffen, dass halt Tamer aus der Security rausgenommen werden, damit ich halt mehr angreifen kann. Und weder er möchte mich halt im Vorfeld angreifen, damit da halt keine Tamer liegen, und ich möchte ihn nicht angreifen, damit da keine Tamer liegen. Er bleibt auch unten. Und gibt uns eine Eden-Lanze, Edens Javelin. Killt damit unser Vedramon, das reicht leider. Und darf er noch eine Karte nachziehen, wir setzen uns dafür aber auf 3. Ein bisschen hat uns das zurückgeworfen, da ich jetzt eigentlich gerne das Wemon rausgezogen hätte, angegriffen hätte, auf Aero Vedramon digitiert wäre. So, an dem Punkt muss ich jetzt auch überlegen, denn jetzt kann er eigentlich alles killen, was wir rausziehen. Dementsprechend lasse ich das Wemon auf jeden Fall unten drinne. Wir haben 3 Tamer im Spiel. Digitieren für 2 auf Vedramon. Ziehe eine Karte. Die Frage, ob wir jetzt noch was machen könnten.
Aber in einem Zug kommen wir sowieso nicht hoch aufs Mega-Level. Weil ich halt auch ehrlich sagen muss, für solche Fälle, ich hätte gerne, dass Wedermann auf dem Feld gehabt hätte, es halt angenehmer gemacht, Wemon rausgezogen, damit Angriff mit Jamming. Zumindest ein Setup gemacht. Können nichts anderes machen, digitieren auf Aero-Wedramon, damit wir das Setup wenigstens fertig haben, also was wir brauchen, und ziehen noch eine Karte. Wir könnten so vielleicht auch ohne Jamming angreifen, aber gerade mit dem TK draußen ist das sehr, sehr böse. Er digitiert aber für Rice Greymon für 3. Darf damit ein Tamer ausspielen, dessen On-Play-Effekte negiert sind. Wählt eine Kari. Also ich sag mal so, er hätte eigentlich die ganze Zeit schon rausziehen können, da in dem blauen Deck eigentlich nichts gespielt wird, womit wir ihm halt schaden können. Das heißt, er hätte am wenigsten Karten nachziehen können fürs Digitieren. Okay, das sieht man so im Nachhinein vielleicht nicht, während man spielt. Und gibt uns noch einen Sirenmon, setzt uns auf 5. Wir ziehen. So, das Problem ist halt, er könnte halt mit einem Shine Greymon kann er mein Ulfos Wedramon killen, ohne Probleme. Wir können aber nicht oft genug angreifen. Digitieren auf jeden Fall schon mal im Raising Area, lassen es drinne. Wir können aber nicht oft genug angreifen, um halt in einem Zug quasi für Game zu gehen. Wir können 4-mal angreifen. Spielen dann für 2 noch einen Gomamon, gehen auf 0. Wir müssen dann irgendwie noch Buddies aufs Feld kriegen, da wir auch leider keine Tamer mehr auf der Hand haben, die wir ausspielen können. Und spielen dann noch einen Gabumon für 3, da unser Gegner sowieso auf 3 geht und können eine Karte nachziehen. Theoretisch gesehen könnten wir jetzt nächste Runde für Game gehen, wenn er halt keinen Blocker hat oder unsere Digimon halt liegen bleiben. Einmal hätte man, glaube ich, im Vorfeld schon angreifen können. Da kommt das Slash Angemon. Damit killt er unser Gomamon. Und so können wir halt auch nächste Runde nicht für Game gehen. Und spielt den Blocker. Wir sind zwar auf 5, aber kommen wir trotzdem nicht durch. Ziehen. So, und jetzt hilft es halt alles nichts, weil ansonsten haben wir nämlich nächste Runde ein Problem, beziehungsweise müssten langsam mal in die Puschen kommen. 5 Memory haben wir und müssen halt 6-mal angreifen können. Also Security kann uns in dem Sinne eigentlich nichts großartig gefährlich werden. Zumindest was unser Ulforce aufhalten kann. Gabumon ist eine andere Sache. So, wir greifen mit Ulforce an. Nutzen den einen Rena-Effekt, dürfen sie resten, um unseren Digimon 10.000 plus zu geben, dürfen dadurch Ulforce restanden. Durch Ulforce bekommen wir einen Memory dazu. Nochmal kurz hier zusammengefasst, wir haben angegriffen, haben unsere Rena tappen können. Sie sagt nämlich, when attacking, one of your blue Digimon gets plus 1000 Digipower, dafür müssen wir den Tamer suspenden. Dadurch, dass wir den Tamer suspenden, sagt Ulfos, wir dürfen es wieder hinstellen. Durch das Hinstellen bekommen wir einmal pro Runde ein Memory dazu. Aero Wedramon sagt, wenn wir in unserer Main Phase unser Digimon ansuspenden, bekommen wir Jamming. Und dementsprechend geht es ab dem Punkt jetzt weiter. War ein... Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Wir greifen nochmal an, wieder mit Jamming. Jamming bleibt halt. Diesmal dürfen wir durch Demi-Wemon eine Karte ziehen. Sein Glorious Burst hat Gott sei Dank keinen Security-Effekt. Ich nutze den Tai. Resting, wir dürfen eine Karte ziehen, da wir einen Wedramon auf dem Feld haben. Da ich deswegen gerestet haben, dürfen wir Ulfos wieder hinstellen. Greifen nochmal an mit Jamming. Nutzen Rena, um ihn wieder hinzustellen. Sein Patamon. Greifen nochmal an. Mit Jamming. Ist in dem Fall auch wieder ein Patamon. So, wir bräuchten jetzt theoretisch gesehen noch 2 Tamer. Wir haben noch einen Tai. Für 2 spielen wir den. Den resten wir auch wieder, um eine Karte zu ziehen. Dadurch dürfen wir Ulfos wieder hinstellen. Greifen nochmal an. Immer noch mit Jamming. Sein Unimon. So, und hier können wir jetzt für 1 auf Gorillamon digitieren. Könnten damit angreifen, der Angriff würde aber geblockt werden. Digitieren auf Aero-Wedramon für 3. Dieser sagt dann, wir dürfen beim Digitieren eins unserer blauen Digimon wieder restanden, beziehungsweise anzuspenden. Den Effekt nutze ich. Ulforce, dementsprechend haben wir noch 2 Angriffe, er kann einen blocken und das ist dann Game. Es war auf jeden Fall ein schönes Spiel, interessantes Spiel und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt weiter zu Game Nummer 2.
So, Spiel Nummer 2. Ich bin weiterhin auf der rechten Seite, mein Gegner auf der linken Seite. Und mein Gegner hat entschieden, er fängt an. Hedgestein Upamon. Und gibt uns in der ersten Runde eine Kari, die am Anfang nicht so viel bringt, aber uns Gott sei Dank 3 Memory. Wir ziehen. Wir hatchen einen Demi-Wemon. Das wird zu einem Wemon mit Jamming. Digitieren auf Gorillamon. Und spielen dann noch einen Gabumon für 3, setzen unseren Gegner auf 1 und dürfen noch eine Karte ziehen. Er digitiert auf Lobmon. Das wird zu einem Reppermon. Und er gibt uns auch wieder mit 1 ab. Hier ist halt auch wieder jetzt eine Überlegung. Wir könnten einmal mit Gabumon angreifen. Dann würden wir ihm halt eine Security wegnehmen. Wir möchten ihm aber auch nicht unbedingt einen Tamer geben. Und die Wahrscheinlichkeit bei 11 Tamern, ungefähr 10 bis 11 Tamern, ist halt sehr hoch, dass wir einen treffen. Wir raisen unser Gorillamon. Und ich bin ja gerade am Überlegen. Das Problem ist, ich habe alle Teile auf der Hand sozusagen, aber keine Tamer. Das ist ja gerade echt ein Problem, weil was bringt mir halt Ulforce, wenn ich halt nur einen Angriff pro Runde machen kann? Digitiere für 2 auf Grizzlymon, zieh nach und gib ab. Man muss halt irgendwie an die fehlenden Teile kommen. Wir raced das Reppermon und spielt einen TK für 4. Schön, dass wir mit 3 abgegeben werden, aber damit liegen schon 2 Tamer da. Er nimmt einen Race Greymon aus dem Security Stack, macht Recovery plus 1 und dementsprechend weiß ich, okay, er kann nächste Runde auf Race Greymon digitieren und hat wahrscheinlich noch einen Tamer da oder zumindest einen Tamer in der Hand. So, ich ziehe. Hedgehine Demi Wemon. Digitiere auf ein Wemon mit Jamming. Digitiere für 2 auf noch ein Grizzlymon. Ziehe eine Karte. Und auch wenn ich es nicht möchte, ich digitiere auf Aerovedramon, da ich zumindest schon mal das Ulforce aufbauen möchte, auch wenn mir die Tamer fehlen, möchte es dann halt ready haben, wenn es dann mal soweit ist. Der Gegner startet mit 3, digitiert auf Rice Greymon. Darf durch den Effekt halt einen Tamer spielen, das ist noch eine Kari. Für umsonst digitiert auf Salamon, das Suizid-Salamon. Und spielt für 3 noch einen Reppermon aus. Wir ziehen. Wir raisen immer noch nicht, da uns immer noch die Tamer fehlen. Und er uns halt mit den 3 Tamern halt das Ulforce kaputt machen kann. Wir digitieren für 3 auf Ulforce, das heißt, das haben wir wenigstens ready. Und spielen dann noch für 3 einen Wemon aus. Da ich mir langsam einen Plan überlegen muss, dass wir halt langsam noch ein bisschen Druck auf den Gegner aufbauen. Er raced das Salamon und digitiert für 3 auf das Slash Angemon und killt unser Gorillamon. Slash Angemon rennt dann in die Security mit Security Attack plus 1 tatsächlich. Es ist ein V-Tamer und eine Rina. Rina, wir dürfen uns hier übrigens 3 Karten angucken. Das ist jetzt sehr, sehr bitter, dass wir halt quasi einen V-Dramon und 2 Tai-Tamer da drin haben. Das heißt, wir nehmen das V-Dramon, schmeißen den Rest unter das Deck, was sehr, sehr schade ist. An die Tamer kommen wir nie wieder ran. Aber wir haben schon mal 2 Tamer. Das heißt, mit Ulforce haben wir nächste Runde schon mal 3 Angriffe. Oder hätten wir 3 Angriffe. Durch Wemon, was nicht geblockt werden kann, hätten wir noch einen. Er digitiert für 2 noch auf Sirenmon, gibt uns für 2 ab. Hätten wir jetzt noch ein Memory mehr, wäre das echt super. Dann könnten wir nämlich noch auf Aerovedramon digitieren und nochmal angreifen, dementsprechend hätten wir es dann. So, wir raisen das Ulforce. Er hat keinen Blocker da liegen. Wir greifen mit Ulforce an, resten unsere Rina, um ihn zu restanden. Dadurch bekommt er Jamming, wir bekommen ein Memory, war ein Lobmon. Wir greifen nochmal an, dürfen diesmal durch Wemon eine Karte ziehen, treffen auf ein Patamon. Durch Tai dürfen wir eine Karte ziehen, unsuspenden ihn, greifen nochmal an. Ist halt eine Edenspflanze, was jetzt echt
sehr schade ist, da der Effekt triggert. Er darf eine Karte nachziehen und für jede Karte auf der Hand kriegt eins meiner Digimon minus 1000. Das reicht halt leider für das Grizzimon, dementsprechend ist der Plan jetzt nicht mehr machbar, den wir vorhatten. Dass wir halt auf Aerovedramon digitieren, nochmal angreifen können, dann mit dem Aerovedramon und dem Wemon angreifen und dann hätten wir halt gewonnen. Jetzt muss ich halt umdenken, weil prinzipiell kann mein Gegner jetzt nächste Runde für Game gehen. Dadurch, dass das Slash Angemon halt 2 Security checkt, er hat halt so gesehen 5 Angriffe da liegen. Außerdem habe ich jetzt das Problem, dass ich ihn halt auf 2 Security runtergedrückt habe. Dementsprechend triggern jetzt die Karis und er startet halt mit 5 Memory in seiner Runde. Wir spielen einen Hammerspark, gehen auf 4. Greifen mit Wemon die Security an. Durch Jamming überleben wir das Unimon oder Unimon. Digitieren für 1 auf Gorillamon, gehen auf 3 runter, ziehen eine Karte. So, jetzt muss ich halt das Slash Angemon wegkriegen oder einen Blocker hinlegen. Wir digitieren auf Aerovedramon, restande dadurch meinen Ulforce, ziehe eine Karte. Wir greifen mit Ulforce das Slash Angemon an, da wir halt, naja, nächste Runde überleben wollen. Und jetzt muss ich halt überlegen, was ich mache, da ich Angst habe, dass nächste Runde das Shine Greymon kommt. Und ich einen Board Wipe kriege. Theoretisch kann er nicht 2 Ulforce von mir killen. Deswegen überlege ich hier kurz, ob ich das Gomamon spielen soll. Realisiere dann aber, dass er halt nur 3 Tamer da hat. Und dementsprechend kann er halt zumindest mit Shine Greymon nur eins meiner Digimon killen. Der zweite Punkt ist halt, prinzipiell könnte ich auch sagen, ah okay, er kann ja nur auf Shine Greymon digitieren, muss die Runde abgeben, da kein Patamon da draußen liegt. Allerdings startet er mit 5. Und dementsprechend kann er halt auf Shine Greymon digitieren und noch ein Patamon da hinlegen. Was auch nicht funktioniert. Wir digitieren auf jeden Fall noch auf Ulforce in der Hoffnung, dass er nicht beide wegkriegt. Oder wegkriegen kann. Wir hatchen einen Upamon. Digitiert also auf Patamon. Greift mit Salamon die Security an. Ist ein Grizzlymon. Seins wird Elite. Dadurch, dass er weniger als 3 Security hat, kriegt er Recovery plus 1 vom Deck. Deswegen ist das Salamon halt recht cool. Also auch ein Blocker würde ihn halt nicht retten, da wir halt mit dem einen angreifen können, beziehungsweise mit beiden. Dann halt unsere Arena tappen, dann haben wir wieder 2 Angriffe dazu, können dann wieder angreifen. Aber er gibt mir einen Slash Angemon. Geht auf 2 runter. Gibt einem unserer Ulforce minus 8000, das natürlich mit dem besseren Devolution Sources. Rennt dann da rein. Das hat etwas, womit ich so gar nicht gerechnet habe, leider. Ich habe nur an Shine Greymon gedacht, an Slash Angemon habe ich nicht mehr gedacht. Die geht hier noch für 1 auf das Digimon, was ich nicht aussprechen kann. Und gibt uns dann noch ein Glorious Burst für 6 und setzt uns damit auf 5. Das ist jetzt schon ziemlich bitter. Aber wir haben noch eine Runde sozusagen übrig, da unser Gegner nämlich nur Single Security Attacks hat. Dementsprechend haben wir diese Runde und die nächste Runde noch. Wir hatchen ein Demi-Wemon. Digitieren auf einen Gomamon. Das Ganze wird zu einem Gorillamon. Digitieren dann für 3 auf einen Aerovedramon. Ich muss sagen, es ist recht konstant, wie oft man diese Karte lustigerweise auf der Hand hat. Spielen einen Hammerspark, gehen auf 2. Spielen noch einen Hammerspark, gehen auf 3. Digitieren auf Ulforce. Also prinzipiell können wir jetzt nächste Runde für Game gehen. Wir überleben eine Runde, aber sobald er einen Blocker hat, haben wir halt verloren. Deswegen spielen wir halt noch ein Gabumon aus, ziehen eine Karte. Haben dann noch einen Attacker. Er geht leider auf 5 durch die Karis.
So, unser Ulfos Vedramon ist halt in der Security Area sicher. Er geht mit Slash Angamon in die Security hinein. Ist ein Gabumon. Digitiert für 2 noch auf einen Angewurmon. Dadurch, dass er 2 Security hat, kriegt er nochmal Recovery plus 1 vom Deck. Das ist jetzt natürlich schon wieder ein bisschen blöd. Da wäre so nämlich nur 4 Angriffe. Jedoch so wird die Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen niedriger. Wenn er jetzt den Blocker hat, haben wir halt verloren. Wir können mit Ulfos 3-mal angreifen. Mit Gabumon 1-mal. Müssen dann aber auch wieder aufpassen, wie es aussieht mit der Edenlanze oder Edens Javelin. Greift mit Angewurmon die Security an. Es ist tatsächlich noch ein Teil, was mir natürlich sehr zugute kommt. Also wir hätten noch andere Optionen gehabt. Hätte er jetzt nicht angegriffen, sondern erst darauf die Runde, hätten wir ein Thema weniger gehabt. Und dementsprechend hätte er einen Angriff weniger. So hat Ulfos alleine 4 Angriffe. Und eigentlich nichts in der Security. Eventuell die Edenslanze, wenn er genug Handkarten hat, oder 2 Edenslanzen, könnten uns halt aufhalten. Sonst halt nicht, da wir direkt beim ersten Angriff halt Jamming haben. Für 2 spielt er noch ein Zuckermon aus. Und für 2 dann noch das Unimon. Das wäre gesagt gewesen, hätte er halt nicht angegriffen, würde der Thema da nicht liegen. Wir hätten nicht genug Angriffe gehabt, da er einen blocken kann. Greifen mit Ulfos an, resten Rina, damit wir Jamming haben, restanden, kriegen ein Memory. Das ist ein Zuckermon. Greifen nochmal an. Das ist ein Patamon, diesmal dürfen wir eine Karte ziehen. So, durch wir resten Teil, damit wir eine Karte ziehen. Dürfen dann halt angreifen und das ist dann halt schon Game. Schwer zu sagen, also wir hätten auch so gewonnen, ich hätte noch ein Thema nachgezogen, das wäre wirklich Glück gewesen. Wir hätten noch Aerovedramon und alles auf der Hand gehabt, wenn wir was machen könnten. Aber, ja, nichts, aber das waren die 2 Matches und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt nächstes einfach mal das Deck. So, schauen wir uns mal das Deck etwas genauer an. Im Vorfeld zeige ich euch das Deck, wie ich es gerade in diesen Spielen benutzt habe. Hinterher gehe ich nochmal auf, ich sag mal, Verbesserungen, Additionsmöglichkeiten oder sonstiges ein, da mir sozusagen auch während des Spiels signifikante Schwächen aufgefallen sind. So, wir fangen quasi von unten an. Und zwar habe ich 4 Demi-Wemon gespielt, und zwar dieses hier, was halt sagt, when attacking once per turn, if this Digimon has jamming, trigger, draw one card. So, ich persönlich finde das Digitama, das Demi-Wemon halt besser, da wir halt so eine Karte ziehen, und ich finde, das ist halt das, was wir in diesem Deck brauchen. Die 5. leere Hülle habe ich immer dabei, falls ich dann auf ein 5. Digitama hochgehen möchte. Aber ich finde halt, dieses eine Karte ziehen ist deutlich besser als die 1000, die wir in unserer Main-Phase kriegen, wenn wir uns anzuspenden, weil ich finde, dann sind die 1000 einfach schon zu spät. 4 Digitama spiele ich nur, weil ich halt dieses immer sehen möchte. Ich muss sagen, manche Spiele sind mit dem Deck aber recht lange, weswegen ich überlege, noch ein 5. reinzutun. Das wäre dann wahrscheinlich das andere Demi-Wemon. Aber ja, ist halt Geschmackssache. Die meisten Decks spiele ich nur noch 4 Digitama, da viele Spiele oder die meisten Spiele nicht so lange gehen und ich dann die Digitama habe, die ich halt brauche, möchte, wie auch immer. So, als nächstes haben wir dann noch die Rookies. Wir fangen an, 4-mal das Gummermann aus dem blauen Starterdeck. Hat einfach nur den Grund, es hat halt eine Playcost von 2. Und dementsprechend für dieses Memory Choking, dass man halt mal was ausspielen kann, ist es halt ganz gut. Mehr gibt es zu dem Gummermann nicht zu sagen. So, dann spiele ich noch 4-mal das Rare Gabumon. Ist meiner Meinung nach mit eine der besten Rookie-Karten im Blau, die man halt haben kann. Wir spielen es aus, können on-play eine Karte ziehen. Das heißt sozusagen, ist es ein, wie soll man das nennen, Rookie mit einem Digitama sozusagen eingebaut. Karten ziehen ist immer gut. Und gerade am Anfang, wenn einem irgendwelche Komponenten fehlen, dieses Digimon ausspielen, damit noch ein bisschen in die Security reinrennen, eine Security hier sozusagen checken, ist halt schon mal ganz gut. Davon 4. Dann haben wir 4-mal das Rare Wemon mit Jamming. Ist halt auch eine ganz coole Sache. Ich mag es halt einfach ausspielen, aus dem Racing Area ziehen, mit Jamming angreifen. Der bleibt in den meisten Fällen liegen. Ist halt noch eine zusätzliche Bedrohung. Finde ich halt ganz nett. Und man kann halt noch andere Sachen mit den Karten im Deck machen. 4-mal. Und als letztes haben wir noch 4-mal das andere Wemon aus dem Set, was halt sagt, your turn, once per turn, when this Digimon becomes unsuspended during your main phase, trigger, draw one card. Ist halt das gleiche wie mit dem Demi-Wemon, eine Karte ziehen ist immer gut und wir wollen in der Main Phase sowieso unsuspenden, dementsprechend eine Karte ziehen ist mir immer willkommen. Sind tatsächlich 16 Rookies, ich hatte im Hinterkopf, dass ich nur 14 spiele, wie sonst auch immer. Ja,
Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Dann haben wir noch die Champion-Level-Digimon. Ich hatte 4 Gorillamon im Deck, da ich immer noch finde, für 1 Digitieren ist gerade in dem Deck sehr, sehr wichtig, dass man schnell hochkommt, Karten nachziehen kann. Und auf dem Champion-Level haben wir halt nicht viele Inherited-Effekte, die man halt gut nutzen kann. Dementsprechend habe ich mich halt für dieses Gorillamon entschieden. 4-mal das Grizzlymon aus dem blauen Starterdeck, der Blocker, der einzige, den wir haben, gibt es glaube ich nicht viel zu sagen, ist halt, damit wir halt Schaden verhindern, ein bisschen länger überleben können. Und dann spiele ich noch 4-mal dieses V-Dramon, was halt sagt, your turn while you have a Rutainman in play, this Digimon gains jamming, ist halt sehr, sehr cool. Und man kann damit halt auch noch später andere Sachen machen, ist ja ganz cool. Wir brauchen eher einen V-Dramon für die Tamer draußen später, können angreifen, können drauf digitieren, ist halt auch ein bisschen Aggression, die man damit reinbringt, sage ich mal. 12 Champion-Level-Digimon, ich würde sagen, sehr Standard. Und wir gehen weiter zu den Ultra. Die Ultra-Level-Digimon habe ich 4-mal Monster-Emon gespielt. Monster-Emon hat das typische Ultra-Level-Digimon für 2 hochdigitiert. Warum ich das über Bastemon gespielt habe, sind die 5 Play-Costs, die ja deutlich angenehmer sind, wenn ich es mal hardcasten muss. Und was man halt auch nicht vergessen hat, diese 5 zum Ausspielen dieser Karte sind genau die Kombinationskosten, die wir haben, wenn wir einen Rookie ausspielen müssten, um aufs Ultra-Level zu digitieren. 2 für das günstigste Rookie, was wir haben, 1 für das Champion-Level Gorillamon und dann nochmal 2 für Monster-Emon, wären 5, sind wir also bei den gleichen Kosten. Dann wahrscheinlich die Main-Karte, das Aero-Vedramon, Playcost von 8, 7000 Digipower. 7000 Digipower ist eigentlich sogar ganz gut. 3 fürs Digitieren, alles ganz normal. Hier geht es aber einmal, oder was halt schön ist, ist einmal der Win Digivolving-Effekt. If you have a Blue Tamer in play, unsuspend one of your Blue Digimon. So, das ist halt schon mal ganz cool, da wir halt, naja, digitieren wollen und sowieso viele Digimon haben, die wir halt unsuspend wollen. Das heißt, wir können einmal dieses Wemon unsuspend, können nochmal angreifen. Das gleiche können wir natürlich machen mit diesem Vedramon oder können vorher damit angreifen, das dann active machen, um halt sicher zu sein. Gleiches gilt natürlich auch für die Mega-Level-Digimon. Die könnten wir damit auch nochmal unsuspenden. Ist aber eigentlich später eher, ich sag mal, irrelevant. Oder nicht so oft genutzt strategisch, da wir halt vorher Aggressionen auf oder aggressiv sein wollen, später dann eher defensiv für Game gehen. Hier geht es aber um den Inherited-Effekt. Your turn, when this Digimon becomes unsuspended during your main phase, it gains jamming. Die main phase ist alles, was nach unserer, wie soll man das nennen, was nach unserer Zug-, Race- und Breeding-Phase kommt. Dementsprechend, wenn wir dann unsuspenden, kriegen wir Jamming, ist halt das Hauptziel sozusagen von diesem Deck. 8 Ultra-Level-Digimon, recht Standard. Finde ich jetzt im Nachhinein auch vielleicht ein bisschen viel, aber nun gut. So, dann haben wir noch die Mega-Level-Digimon. Da habe ich tatsächlich nur 4 Ulfors V-Dramon gespielt. So, das Ganze ist die Hauptstrategie des Decks eigentlich. Und zwar geht es darum, your turn when one of your blue tamers becomes unsuspended Digimon. So, das heißt, mein Idealziel ist halt, ich greife an, habe dieses Aero-V-Dramon drunter, unsuspended in meiner Main-Phase, bekomme Jamming und kann immer und immer wieder angreifen und sozusagen für Game gehen in einer Runde. Der zweite Effekt, your turn, once per turn, when this Digimon becomes unsuspended during your main phase, gain one memory, ist ganz cool. Ja, das Memory nehmen wir halt mit, aber es ist nicht die Hauptstrategie. Wie gesagt, es ist halt ein aggressives Deck, wir müssen ein gewisses Setup machen und gehen dann für Game. So, da wir schon bei Tamern sind, brauchen wir natürlich auch Tamer, die wir überhaupt suspenden können, während wir angreifen oder in unserer Main Phase mit unserer Digimon öfters angreifen. Und dazu spielen wir 3-mal Rina. Rina kostet halt 3, bringt uns aber den Effekt mit your turn when one of your blue Digimon attacks, you may suspend this Tamer to give that Digimon plus 1000 Digipower for the turn. Das ist halt sehr, sehr wichtig, da wir halt angreifen und den während des Angriffs suspenden können unser Ulfors V-Dramon hinstellen und es hat dann direkt Jamming. Sozusagen eine Sicherheitsmaßnahme. Diese 1000 können natürlich auch ganz cool sein, so als Power-Gainer, aber in der Regel möchte ich sie halt auf dem Feld haben. Für den ersten Angriff möchte ich direkt Jamming haben. Der zweite Effekt ist eigentlich auch ganz nützlich. On play, reveal 3 cards from the top of your deck. Add one Digimon card with V in its name among them to your hand. Place the remaining cards at the bottom of your deck in any order. Lässt mich halt sozusagen Schlüsselkarten suchen. Ja, man hat auch schon mal schlechte Targets damit oder gar keine. 3 Tamer, Option Cards, andere Champion, die man halt später gebrauchen könnte, die sind unten im Deck, die sieht man nie wieder, ist halt schade, aber wie gesagt, der obere Effekt ist der wichtigere. Und dann habe ich noch 4-mal den Tai als V-Tamer gespielt.
Was bei dem halt sehr cool ist, der wird nur für zwei ausgespielt. Das heißt, damit kann ich halt dieses Memory Choke machen, meine Runde abgeben. Ist halt sehr, sehr cool mit ihm. Hat halt sozusagen zwei Effekte. Main, if you have a Digimon with Redramon in its name, you may suspend this Tamer to activate one of the following effects. Vorher, was ich an dieser Stelle sagen muss, der hat ein, ich weiß nicht, ob man das eine Errata nennt oder eine Textanpassung bekommen. Und zwar haben wir dann einmal Active Draw One, also wir können halt Activate Draw One, wir können halt eine Karte von unserem Deck ziehen. Oder der zweite Punkt ist der quasi überarbeitet wurde, this Digimon gets plus 1000 Digipower for the turn. Das wurde insofern überarbeitet, dass es nicht mehr heißt dieses Digimon, was sich vorher wahrscheinlich auf das V-Dramon bezogen hat, sondern dass wir einem unserer Digimon plus 1000 geben können. Das heißt, wir haben sozusagen einen Power Gainer. Und am Anfang haben wir halt die Möglichkeit, naja, Karten nachzuziehen, was halt sehr wichtig ist in diesem Deck. Ist halt blöd, dass es nur V-Dramon ist. So. 7 Tamer ist recht viel, aber man muss die Art ziehen und auch irgendwie aufs Feld bekommen, damit ich halt irgendwie was machen kann. So, da ich noch 3 Plätze frei hatte, habe ich mich für Hammerspark entschieden. Kosten für 0, wenn wir sie ausspielen, kriegen wir Memory dazu. Im Security bekommen wir Gain 2 Memory. Habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen cooler vorgestellt, ein bisschen nützlicher. War jetzt nicht so das Wahre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, die Karte würde ich dann auch cutten. So, das war das Deck, wie ich es gespielt habe. Und ich würde dann jetzt zu meinen sozusagen Verbesserungsvorschlägen kommen. Und überlege gerade, von welcher Seite aus wir anfangen. Na doch, ich würde sagen bei den Tamern. So, diese Tamer, die ich halt hatte, sind halt cool, nützlich. Aber irgendetwas hatte halt gefehlt. Mich hat es halt gestört, dass ich nichts da liegen hatte, was mir 3 Memory gegeben hat. Da, wenn ich nämlich nicht vorangekommen bin, hatte ich nämlich das Problem, ich konnte nicht oft genug digitieren, konnte nichts nachziehen, konnte nichts Neues aufbauen. Und diese 3 sind halt manchmal echt schon nervig, die ich hier habe, aber diesen Tamer brauche ich halt sozusagen auch auf dem Feld. Ja, ein Memory Gainer Tamer wäre halt ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da kommen halt nur 2 in Frage. Mehr haben wir ehrlich gesagt gerade nicht. Wir haben einmal Matt Ishida und einmal Davis Motomiya. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit Davis an aus dem neuen Set. Start of your turn. If you have 2 memory or less, set your memory to 3. Klar, sollte, ist logisch. Das ist halt das, was wir, naja, weswegen wir spielen wollen. Dann hat er aber noch den On-Play-Effekt. Reveal the top 3 cards of your deck. Add 1 blue and 1 green Digimon card among them to your hand. Place the remaining cards at the bottom of your deck in any order. So, das heißt halt, ich spiele diese Karte aus und kann mir ein blaues Digimon nehmen. So, wir haben eigentlich nur blaue Digimon. Also, wenn wir Digimon-Karten ziehen, dann sind die blau. Das ist halt wieder ein bisschen Consistency, aber der liegt dann sozusagen nur da und bringt mir halt nichts. Das heißt, wenn ich davon mehrere spiele, die da liegen habe, bringt mir nicht so viel. So, dann einmal den Matt aus Set 1.0 und zwar auch wieder das gleiche mit dem Memory. Und dann kommt aber der etwas brauchbare Effekt, your turn, when you play a blue Digimon, you can suspend this Tamer to trash the bottom Digivolution card of one of your opponent's Digimon. So, die Frage ist, wie oft dieser Effekt halt zu tragen kommt, weil das heißt, ich habe ihn da liegen und kann ihn halt suspenden, wenn ich ein blaues Digimon einfach ausspiele. So, das heißt, ich kann diesen Tamer halt suspenden, kann mein Digimon wieder hinstellen, ist aber die Frage, wie weit bringt mir das was? Also klar, ich kann mein Digimon sozusagen Sicherheit wegen mein Ulfos V-Dramon, dass ich halt am Ende meines Zuges abgebe und es wieder hinstellen kann. Aber ist ja die Frage, ja, wie soll man sagen, bringt mir das wirklich was auf lange Sicht? Klar, er liegt nicht so unnütz dann da wie der Davis. Die Frage ist halt, ob mir dann nicht doch dieser On-Play-Effekt von Davis ein bisschen was mehr bringt. Wenn wir das wären, die Überlegung, die ich ja bei den Themen habe, da ich diese Memory-Gainer-Tamer sozusagen vermisst habe. So, bei den Option Cards, wie gesagt, ich habe ja Hammerspark gespielt. Von der Karte war ich jetzt nicht so begeistert. Und hätte dann halt als Überlegung diese Karten hier. Einmal, blau hat er das Problem, dass wir halt absolut keine Removal haben oder wenig Removal. Wir haben halt Omnimon, was man halt auch noch im Deck spielen könnte. Dafür ist aber meistens wenig Platz. Und ich möchte ja eigentlich eher für Game gehen, sozusagen mit, naja, sozusagen einem Angriff. The Ray of Victory, 5 fürs Ausspielen ist schon ein bisschen viel. Main, return one of your opponent's level 5 or lower Digimon to their hand. Trash all the Digivolution cards of that Digimon. Then, if you have a blue Tamer in play, unsuspend one of your Digimon. Security Effect ist halt wieder Activate this card's Main Effect. Und, naja, ich habe einmal eine Art Removal, kann man die immer wieder hinstellen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich halt, naja, dass ich dann halt die Runde noch habe, ist halt sehr, sehr gering. Eventuell, wenn unser Gegner uns viel Memory geben, dass ich halt einen Blocker wieder auf die Hand schicken kann, so etwas, dafür ist es vielleicht ganz cool. Aber ich weiß nicht, ob man dafür Platz hat. So, dann habe ich noch die Nova Blast. Ist halt in dem Sinne interessant. Für 2 kriegt ein Digimon von uns Jamming.
Security-Effekt des Card-Tools auch noch das Hand, das ist halt ganz cool, den Effekt mag ich. Und damit habe ich halt diesen ersten Angriff sozusagen gesichert. Wir gehen mal davon aus, wir haben nur Tiles da liegen und dann hätte ich halt in meinem ersten Angriff Jamming. Ist halt ganz cool, praktisch, kann unser Digimon retten, dass wir die Karte auf die Hand kriegen. Ist halt auch ganz cool, für 2 ist es nicht gerade viel, was wir bezahlen. Wobei ich dann allerdings die Karte We Have to Stop Fighting doch ein bisschen besser finde. Auch für 2 können wir die halt in unserer Runde ausspielen. Der Security Effekt ist auch wieder Add this card to your hand. Interessant, diesmal steht da to your hand und nicht to its owner's hand. Ist mir vorher nicht aufgefallen, egal. Main neither player's Digimon can be deleted in battle for the turn. Das heißt, also was hier halt das Interessante ist, ich finde, Ulfos ist sehr, sehr anfällig gegen Blocker. Und mit der Karte We Have to Stop Fighting kann ich das sozusagen auch umgehen. Das heißt, unser Gegner hat halt die Blocker da liegen. Und keins unserer Digimon kann im Kampf besiegt werden. Er kann blocken, mein Ulfos Vedramon überlebt noch. Ich kann meinen Tamer suspenden, kann nochmal angreifen. Finde ich persönlich halt ganz cool. Ist auch sozusagen Jamming, da wir auf dem Security-Check nicht sterben können. Und dementsprechend finde ich, sind das halt gute Additionen, wobei man da auch wieder sagen muss, okay, wo nehme ich den Platz am besten her? So, dann machen wir weiter mit den Champion der Digimon. Und zwar ist mir persönlich aufgefallen, ich finde, also die sind auf jeden Fall gut. Die hier sind auf jeden Fall ein Must-Have sozusagen und ich fand halt die Gorillamon persönlich nicht ganz so brauchbar. Klar, dieses für 1 Digitieren ist ja halt ganz cool, aber irgendetwas hat da halt gefehlt. Dementsprechend würde ich persönlich ehrlich gesagt die Gorillamon cutten und würde dafür noch Ex-Wemon und Vedramon Zero wahrscheinlich reinpacken. Fangen wir mit Ex-Wemon an. Ex-Wemon für 2 digitiert halt sagen wir Digivolving, unsuspend one of your level 4 or lower Digimon. Was halt sehr, sehr cool sein kann, gerade hier mit Vedramon kann ich halt nochmal angreifen. Gleiches kann ich halt auch noch mit dem Wemon machen, kann es unsuspend nochmal angreifen durch Jamming. Bildet halt ein bisschen mehr Aggression, mehr als 2 finde ich, glaube ich, persönlich Overkill. Und dann ansonsten noch Vedramon Zero. 2 fürs Digitieren. Die Effekte finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. When attacking, if you have a blue tamer, you may trash the top 3 cards of your deck to give this Digimon plus 2000 Digipower for the turn. Kann halt cool sein, mit 7000 komme ich über die meisten Blocker drüber. Bringt noch einen Inherited Effekt mit. When attacking, you may place 3 non-Digi-Egg cards from your trash at the bottom of your deck in any order to activate draw 1. Ist halt auch wieder Draw, den wir dazu bekommen. Was ich persönlich aber wichtiger finde, das Ding heißt halt Vedramon, was uns halt den Tie-Tamer etwas effizienter oder öfters nutzen lässt. Nicht effizient, effektiver. Ich glaube, man kann sogar beides sagen, da wir ohne das Ding den gar nicht nutzen können. Auf jeden Fall, der braucht einen Vedramon, um uns halt eine Karte ziehen zu lassen. So, das wären halt die Überlegungen, die ich halt zu dem Champion der Digimon habe. Ich glaube, das würde auf jeden Fall nochmal einen Unterschied machen, wenn man diese Karten halt spielt. Bei den Ultra-Level-Digimon, also Aero-Vedramon, da lässt sich nichts dran drehen. Das Ding bleibt auf jeden Fall im Deck, da ansonsten die Strategie nicht funktioniert. Monster-Emon muss man halt mal gucken. Fand es halt sehr, also es ist halt nicht so oft rausgekommen, dass ich halt sozusagen nur einen Angreifer aufbauen will, dann in einer Runde für Game gehen will, ist mir das eigentlich egal mit dem günstigen Hochdigitieren meistens. So, was ich mir halt überlegt hatte, was man vielleicht noch ins Deck mit hinein tun könnte, wäre halt einmal das Zudomon, die Super Rare Karte aus dem 1.0 Set. Also ist halt einmal cool, dass wir ja halt eine Option haben, falls wir mal einen schlechten Start haben, dass wir die ausspielen können. Und dann noch 2 Karten ziehen können, ist aber, naja, möchte man eigentlich nicht machen. Also dem Gegner so viel Memory geben, da wir auch sozusagen nichts drunter haben. Wir können zwar auf Ulfos digitieren, aber dann haben wir halt wirklich gar nichts drunter. Hier geht es eher um den Inherited Effect. When attacking, if your opponent has a Digimon with no Digivolution Cards in play, gain 1 Memory. Das heißt, wir haben das unter unserem Ulfos, greifen vielleicht 2-3 Mal oder öfters die Runde an und kriegen halt ordentlich Memory dazu. Ist ja halt ganz cool. Ist ja halt die Frage, ob das dann auch wirklich so aufgeht. Dann hätte ich noch die beiden Gewehre Garurumons. Einmal die Promo aus dem Dashback und einmal aus dem Starterdeck, das wäre Garurumon. Dann fangen wir mit dem hier an aus dem Starterdeck. 7000 ist auf jeden Fall eine coole Digipower-Zahl, womit ich halt über viele andere Sachen drüber komme. Hier geht es aber auch wieder um den Inherited Effect. Your turn, while your opponent has a Digimon with no Digivolution Cards. This Digimon gains Security Attack plus 1. So hat unser Gegner halt ein Digimon ohne Digivolution Cards da liegen. Habe ich sozusagen, ja, wie soll man sagen, mit einem Angriff doppelter Angriff ist Security Attack plus 1. Ich glaube, das kann schon einen Unterschied machen, dass ich dann sozusagen nur, ja, 2 Tamer im Spiel brauche, um die Security meines Gegners wegzukriegen. Und das wäre Garurumon, die Promo ist, glaube ich, die sichere Variante hier. Your turn, while you have 8 or more cards in your hand, this Digimon gains Security Attack plus 1. Ist halt auch wieder, mir ist aufgefallen, gerade durch den Teil und sowas haben wir manchmal viele Karten auf der Hand. Das heißt, dieser Effekt kommt oft zu tragen, würde ich sagen. Und, naja, die anderen Effekte interessieren uns nicht. Die 6000 sind halt böse, aber das ist, glaube ich, die sichere Variante. Das sind Überlegungen, die ich auf jeden Fall im Ultra-Bereich machen werde, wie auch immer man das sagen will.
Dann haben wir eigentlich nur die Ultra-Level-Digimon. Also an den vier Ulfos Vedramon werde ich nichts ändern, da es sozusagen die Hauptstrategie des Decks ist. Das einzige Problem, was ich halt hatte, vier Ult-Mega-Level-Digimon, die erstmal zu ziehen, das kann schon schwierig sein. Wenn welche in der Security sind, welche unten im Deck, wir kommen da halt sehr, sehr schwer dran. Und dementsprechend bräuchten wir noch eine Art Plan B, dass wir halt irgendwie trotzdem noch gewinnen können. So, ich habe dazu mal diese Partner sozusagen rausgesucht. Wir haben einmal das Imperialdramon Dragon Mode aus dem aktuellen Set. Das ist meiner Meinung nach die schlechteste Idee, die wir haben können oder schwierig aufzubauen. Ist halt cool, das Ding hat selber Jamming. When Digivolving, Unsuspend All für Digimon with Jamming, das sind echt viele in diesem Deck. Hat selber auch Jamming, was halt cool ist. Allerdings sind hier halt die 5 Digivolution-Kosten sehr, sehr hoch und wir brauchen halt einen Dynobimon oder einen Paydramon darunter. Damit die Digivolution-Kosten halt auf 3 runtergehen. 5 könnte dann, glaube ich, wieder zu viel sein. Und dementsprechend bringt mir der Partner nicht so viel. Dann das Metallgarurumon aus dem blauen Starterdeck. Ist halt auch eine interessante Variation. 4 Digivolution-Kosten schon ein bisschen hoch, aber when attacking, once per turn unsuspend das Digimon. Das heißt, es kriegt auch von sich aus Jamming. Können damit angreifen. Ist halt eine coole Option, die wir halt haben können. Finde ich halt auch, kann man drüber nachdenken. Ansonsten haben wir dann noch Leopardmon. Ich glaube, das wird wahrscheinlich die sichere Variante sein. 4 Digivolution war es natürlich auch nicht so geil. Die 11.000 sind auch nicht so cool. Aber when Digivolving, you may play one level 4 lower Digivolution card of one of your Digimon cards as another Digimon without paying its memory cost. Das ist ja cool, wir kriegen ein breiteres Board. Interessanter ist dann aber your turn, all of your level 4 lower Digimon gain Jamming. Das heißt, die Digimon, die vorher kein Jamming hatten, naja, haben wir jetzt trotzdem Jamming, womit das halt etwas bedrohlicher wird. Wir haben ein breiteres Board und können halt mit Jamming öfters angreifen. Wenn wir halt ein Level 3er Digimon nehmen oder ein Level 4er Digimon, die Wahrscheinlichkeit, dass diese im Security-Check sterben sollten, ist halt höher bei diesen. Durch Jamming bleiben die auf dem Feld und der Gegner muss nächste Runde diese Digimon angreifen, damit wir die halt, naja, damit er halt die Angreifer wegbekommt, dass sie ja halt nicht im Security-Check sterben können. Und wir können halt auch Grizzlymon wieder rausführen, was halt auch cool ist, dass unser Blocker sozusagen nicht verschwendet ist. So, das waren meine Überlegungen zu dem Deck und ich würde sagen, wir machen einfach mal mit meinem Fazit weiter. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und euch das Deck ein bisschen näher gebracht. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare eure Erfahrungen mit den Decks, wie ihr zum Beispiel gegen Shrine Greymon gespielt habt, euer Deck Ulfors, was ihr, ich sag mal, reingetan habt, wie euer Deck aussieht, lasst es mich gerne wissen. Und mein Fazit ist, ich finde Ulfors ist ein spaßiges Deck. Vor allem auch, wenn ich daran denke, die Sachen, die ich ja noch verbessern kann, aber ich glaube nicht, dass es eines der Top-Decks sein wird. Das wird einfach sein, da wir halt, also ich erwarte viel Ragnarlordmon. Ragnarlordmon durch seine Digivolutions also hat halt selber schon Blocker, was schon etwas problematisch sein kann. Ob Schwarz allgemein viel vertreten sein wird oder wenig, wird sich halt zeigen. Aber gegen Blocker haben wir halt, wie gesagt, große Probleme. Und ja, es ist natürlich, es braucht halt ein gewisses Setup. Und ich habe persönlich selber schon gemerkt, wenn der Gegner halt A, einen Vorteil hat, hat man halt ein Problem, da man halt Karten nachziehen muss. Und B, wenn er halt nicht angreift und ich keine Thema aus der Security ausspielen kann, habe ich halt auch ein gewaltiges Problem. Unterm Strich ist es auf jeden Fall ein spaßiges Deck, was, glaube ich, einiges kann. Es wird nicht ganz top Tier 1 sein, Tier 0, was auch immer ganz oben ist auf der Liste. Aber ich denke, mit den Verbesserungsvorschlägen, die ich auch gemacht habe, wird dieses Deck auf jeden Fall ein bisschen flüssiger laufen. Man hat einen Plan B und ja, eventuell sieht man es mal in den Tops, aber ich glaube nicht, dass es großartig viel gewinnen wird. Vielleicht irre ich mich auch, ist wie gesagt nur meine Meinung. Damit machen wir hier einen Cut und wir beleuchten das nächste Mal einfach weitere Matches. Welche genau, weiß ich noch nicht, da ich mich noch nicht so für ein Deck entschieden habe, was ich gerne spielen würde. Also lasst euch überraschen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.